Ein Spruch zum Anfang. Isst man nichts da drin, Köstritzer Schwarzbier. Naja, das ist ja, ist sonst nichts da drin, Köstritzer Schwarzbier. Okay, so, ich schieb mir noch schnell die Kommentarleiste so ein bisschen dahin, wo ich sie sehen kann, und das ist schon schön. Wow, wir fangen an und es sind schon 13 Leute. Naja, jetzt sind es nur noch 11, sowas aber auch. Gut, dann erstmal hallo und herzlich willkommen an alle, die das nicht im Stream sehen, sondern ganz normal als Video. Und natürlich nochmal ein Danke an alle Leute, die das letzte Mal gestern schon mit im Stream waren. Das war wirklich eine sehr schöne Runde. Vor allem die ganzen Fragen, mit denen ich da bombardiert worden bin. Das war auch wirklich mal was anderes. Wo machen wir denn hier jetzt weiter? Wo machen wir hier weiter? Uoppa. Gehen wir doch mal wieder in die Luigi's Mansion rein. Ja, ich weiß, ich sollte lieber nicht meinen Zuschauern zu sehr in den allerwertesten kriechen. Da hat nämlich jemand geschrieben, na, stop it, you. Big Boos Keister-Karussell. Ist ja geil, das Karussell. Und. Uah. Uah. So. Hier sind wir. Jetzt können wir auch hier hoch. Hoppa. Naja, können ist so eine Sache. Es ist zumindest, wir haben zumindest die Chance dazu. Genau, da ist der Luigi. Mach den Luigi. Schwing die Arme auf und ab. Und was haben wir hier jetzt? Ah, wir können uns wieder hier irgendwo durchmogeln mit Luigi und seiner Unsichtbarkeit. Aber ich glaube, dazu hätte ich jetzt hier diesen Wandsprung machen müssen. Oder ich nehme nochmal so ein Ding mit. So. Und hoch hier. Ah. Na, so geht das hier nicht. Oh, Mann. Vor allem, da kommt dann einfach mal wieder dieses Blümchen. Hä? Hat der keinen Wandsprung oder sowas? Ich fass es nicht. Warum hat denn Luigi keinen Wandsprung? Oh Gott. Ich werde gerade gefragt, ob ich mal mehr voll vertextet Zeug machen kann. Ja, das mache ich auch. Keine Sorge. Wie nehme ich das Spiel auf? Nun, ich habe eine Software namens Open Broadcaster. Hoppa. Huchi. Ich gehe noch ein Stück runter. Ich soll ja ins Geisterkarussell, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe die eine Frage noch nicht mal ganz auf beantwortet und jetzt kommt schon die nächste. So. Dip, 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 dip. Ups. Ah, hier haben wir schon mal einen Gegner. So, was wollte ich noch mal jetzt sagen als nächstes? Wir... Was war denn die... Achso, die voll vertextet Sachen. Ja, die sind ja in Arbeit, dadurch, dass ich ja allein schon ein Fangame damit machen möchte. Oder ein ROM-Hack. Und dadurch muss ich sowieso noch ein paar davon erstellen und ich fasse es nicht. Der tut mir einfach so weh. Hey, geht doch. Und nochmal. Und ein drittes Mal. Ich bin auch mit einem Gameboy aufgewachsen. Nur mal so. Aua, 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 aua. Wo ist der Stern? Wo ist der Stern? Ach, der ist auf der anderen Seite. Dann gehe ich da mal hin. War das knapp. So, Lieblingsmoment von mir aus Layton-LPs. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde sagen, das war der mit dem Wasserfall und... Nee, Moment. Doch. Mein Lieblingsmoment aus einem Layton-LP war der mit dem Wasserfall in diesem komischen Dörfchen da. Dschungeldorf. Was auch immer. Wo Mark ja dann plötzlich diesen Felsen gesprochen hat. So. Wir speichern mal hier. Haben schon wieder einen Stern. Immerhin. So, dann machen wir doch gleich mal weiter. Wenn das Teil hier schon mal dasteht.
Die verwunschenen Bücher. Oh, war ja. Es klingt nach Lesen. Ich will nicht lesen. Und hopp. Wer ist mit einem Herz aufgewachsen? Ich glaube, ich kann hier nicht gleichzeitig lesen und mitreden. Und antworten vor allem. Aber das haben wir, glaube ich, gleich. Nein, ich kann nicht schon wieder jemanden einfach so einladen. Zumindest keinen, der nicht sowieso schon im Chat ist. Und da ist gerade auch, glaube ich, keiner, der in meiner Skype-Liste vorkommt. Ups. Ah! Hilfe! Spiel doch, leg doch mal eine andere Platte auf. Ah. Der Lachflash wegen Randall. Ach so. Oh, 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 oh. Das sind aber Stühle, das sind keine verwunschenen Bücher. Ah, Moment, Moment. Verwunschene Bücher, es sagt mir was. Aber... Was hatten wir hier? Ne, hier hatten wir nur eine Hintertür. Okay, verwunschene Bücher, verwunschene Bücher. Ich weiß dazu was, aber ich weiß nicht mehr, wie ich hinkomme. Ich kann Mark nicht einladen. Er ist nicht da. Er ist so selten mal in Skype. Meistens muss ich ihn dazu nötigen. Außerdem, ich hätte es gerne vorgehabt. Ich habe schon Vorbereitungen getroffen, damit ich ihn vielleicht... Oh Gott. Man kann alle hier in eine Skype-Konfi packen. Moment, wie viele Leute sind denn jetzt schon drin? Da muss ich erst mal schauen. Ja, neben mir noch 15 weitere. Ist ja nix. Das ist überhaupt kein Chaos, wenn man die alle in eine Skype-Konfi packt. Niemals. Aber jetzt mal allen Ernstes, wo muss ich denn nur hin? Ansonsten nehme ich wieder die roten Münzen mit. Bis ich dann feststellen darf, das geht gar nicht. Und hopp. Momente. Das erste Mal Emmy synchronisiert. Oh ja, das war auch gut. Erst noch irgendwie... Ah, hier sind die Bücher. Die wollte ich haben. Gut, dann haben wir die ja. So. Nummer 1, nö. Na komm, das nächste. Nein, 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 so war's nicht. 1, 2 und 3. Dingelde, dingelde, ding. Und jetzt kommen wir hier hinter und jetzt kriegen wir hier einen Stern, glaube ich. Düb, 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 düb. Und hepp. Was? Mark hat neulich in einem Layton Part voll gespoilert, als er wegen dem Synchronsprecher vom Butler auf Layton Wiki geschaut hat. Wieso das denn? Was hat er denn da gespoilert? Oder nein, sagt's mir nicht! Ach, na guck mal an, wer sich hier alles so einfindet. Moment mal! Ha! Da ist jemand im Chat, der in meiner Skype-Liste ist. Dachte ich zumindest gerade noch. Ich muss mal schauen. Ah, hier! Tachchen auch, würde ich mal sagen. Hallo. Was mache ich denn jetzt hier? Hast du schon mal das Wort Streamsklave gehört? Warst du gestern anwesend, kurz mal? Ich war gestern anwesend, kurz, ja. Okay, gut, dann hast du vielleicht das Wort Streamsklave gehört. Nein, ich hab's verpasst. Okay, nein, das ist nämlich, warst du dabei als Stuhlhase, wie wird der denn nochmal ausgesprochen? Als der schon dabei war. Der hat nämlich immer schön die Fragen im Kommentar-Chat-Dings da vorgelesen.
Dann bin ich jetzt eine Sekretärin. Genau, genau, genau. Das ist ein schöneres Wort für Stream-Sklave. So, was war jetzt eigentlich die Aufgabe? Ah, 8 Münzen. Na bitte. Ja, man darf mich auf Skype anschreiben. Das einzige Problem wird nur sein, wenn man den Falschen erwischt, dann wird man nicht bei mir landen. So viele Fake-Accounts. Ja, genau. Also zumindest meiner heißt nicht einfach bloß Exido1991 oder ExidoLP oder so, sondern anders. Das ist der Ruhm. Ist ein Fake-Account. Mhm. Ja, ich bin mir da gar... Moment mal. Ich wette, ich krieg hier einen Stern, wenn ich da drüben irgendwo einen Schalter dazu finde. Oh, da ist eine Mario-Mütze. Boah. Jetzt darf auch mal Luigi Mario sein. Hm. Hast du Abi gemacht? Wird gefragt. Ach du Schande. Ob ich Abi gemacht habe? Puh, das ist eine schwere Frage. Braucht man Abi, um die beantworten zu können? Nein, also ja, ich hab ein Abitur, 13-jähriges noch, was in Brandenburg ehrlich gesagt dann ein Jahr später schon nicht mehr der Fall war. So, hier ist es nicht. Aber wo finde ich denn dann den... Oh, ne, sag mir nicht, der Schalter für den Stern ist irgendwo ganz oben in einem der oberen Stockwerke und da muss ich mich runterfallen lassen oder was? Oder er ist hier drunter und ich brauche Wario. Aber er ist bestimmt nicht hier drin. Au. Ey, ich könnte mir einen zweiten Skype-Account machen, tatsächlich. Ah, gute Idee. Ja. Stimmt, Luigi kann endlich mal aus seinem Schatten treten. Gab's da nicht mal irgendwo in einem Paper Mario oder so einen Toad, der so Sachen gesagt hat? War es in einem Paper Mario? Ich weiß es gar nicht. In irgendeinem Mario-Spiel, wo man Luigi spielen kann, Ach nee, das war in Luigi's Mansion, genau. So ein Toad, der, naja, Luigi mehr oder weniger gedisst hat. Ah, hier und das Tagebuch in Paper Mario, ja. Och Mann, nein, nein, er muss doch seinen Stolz bewahren, ja. Beziehungsweise den Stolz von Mario. Hast du ein Lieblingsmusikstück aus dem Layton Soundtrack? Ein Lieblingsmusikstück aus dem Layton Soundtrack. Oh weia, oh weia. Von Des Cole das Thema. Musikstück. Ein Musikstück, ja. Oh ja, ja, Mario tritt Luigi auf den Fuß. Das habe ich gesehen in Game Theory. Ja. Also dass Mario, das war nämlich eine Theorie, dass Mario ja eigentlich ein Psychopath oder sonst was ist. Und, naja, in Mario Tennis gibt es eine Szene, die das unterstützt, so ein bisschen. Die habe ich gesehen, richtig. Warum ist mein Sessel von Scout? Es ist eigentlich keine Kindersitzmarke, sondern eine Kinder, Schulranzenmarke. Dann ist der Rücken genau. Naja, ich brauchte mal so einen, ich brauchte mal einen neuen Bürostuhl, weil mein Alter schon, nicht mehr so toll war und, naja, so ist das halt, wenn man den zum Geburtstag geschenkt kriegt und sich nicht selber kauft. Hey, wenn ich von jemandem der Lover bin, dann ist das von Mark. Mark-Pad. So, ich glaube, ich kümmere mich auch gleich mal um die 100 Münzen hier. Mein Skype-Name, den Erst-Skype-Namen sage ich nicht und den Zweit-Skype-Namen, den gibt es leider noch nicht. Noch. Wie heiße ich denn in Skype? Ich habe ja gerade jemanden hier im Gespräch, der das wissen müsste. Bist du schon ausgezogen? Was? Steht da. Was bin ich? Bin ich schon ausgezogen? Moment. Ach so, nein, nein. Hier, Klamotten habe ich an. So, Moment. Weißt du, was ich machen könnte? Für dich? Nur für dich? Mein Ausziehen. Lieber mit... Nein. Auch das mache ich nur für Mark. Und zwar, nein, ich gebe dir mal den Open Broadcaster, dann kannst du, während du meinen Stream anschaust, meinen Stream anschauen. Oh. Aber eben schneller, weil das hat gestern dazu geführt, dass ich Sachen gesagt habe, die mein Co-Kommentator noch gar nicht gesehen hat.
Also nein, wie gesagt, ich bin nicht ausgezogen und ich würde auch die Kamera gerne mal etwas nach unten machen, damit man sieht, ich habe hier noch was an den Schultern. Das hört dann so übrigens auf Bauchhöhe auf. Das ist ein ganz kurzes T-Shirt. Nee, ausgezogen. Also ich bin auf jeden Fall, ich wohne woanders jetzt. Das kann man ja auch mit ausgezogen meinen, oder?